Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um Alkohol- und Cannabiskonsum. Alkohol- und Cannabiskonsum und Autismus, was hat das miteinander zu tun, werden Sie eventuell fragen. Tatsächlich ist das ein Gebiet, was die Forschung noch relativ wenig bearbeitet und in der deutschen Literatur finden Sie im Grunde auch gar nichts dazu. Allein im englischsprachigen Raum habe ich ein Buch gefunden, was den Zusammenhang zwischen Alkohol, Missbrauch und Autismus thematisiert. Aber wenn man mit Menschen, erwachsenen Menschen im Autismus-Spektrum redet, erfährt man mitunter, dass sie regelmäßig Alkohol oder Cannabis konsumieren, und zwar als Versuch der Selbstmedikation, um sich vor allen Dingen am Abend zu beruhigen. Einen ähnlichen Zusammenhang finden wir auch bei ADHS. Im Autismus-Spektrum zu leben ist eine sehr anstrengende Variante des Lebens und einige Betroffene versuchen also Möglichkeiten zu finden, um sich zu entspannen und auch in einen guten Schlaf zu kommen. Dass das Verhalten für diese Entspannung, Alkohol oder Cannabis zu konsumieren, hochriskant ist und ein Suchtpotenzial hat, muss ich sicherlich an dieser Stelle gar nicht erklären. Alkohol und Cannabis wirken entspannend, das heißt, es gibt auch einige Erwachsene im Autismus-Spektrum, die sagen, es fällt ihnen dann leichter, soziale Interaktionen mit anderen zu haben, andere besser aushalten zu können. Außerdem ist zumindest Alkohol ein sozial sehr akzeptiertes Mittel, wenn man in einer Gruppe ist, also erwachsene Menschen in der Bundesrepublik konsumieren oftmals gemeinsam Alkohol, wenn sie sich in Freizeitaktivitäten treffen. Das heißt, es ist sozial akzeptiert, dies zu tun. Es entspannt, es senkt die Hemmschwelle und macht deshalb das Interagieren in einer Gruppe für einige Menschen im Autismus-Spektrum leichter. Damit will ich nicht sagen, dass es eine gute Möglichkeit ist, das zu tun. Ich will nur sagen, dass wir diese Möglichkeit als Lebensbegleiter dieser Menschen im Hinterkopf haben müssen, dass wir um die Gefahren wissen müssen, die daraus entstehen, und dass wir auch eine Erklärung haben, warum es wahrscheinlich häufiger der Fall ist, dass diese Substanzen konsumiert werden. Aber natürlich machen das nicht alle Erwachsenen im Autismus-Spektrum. Als erstes ist Voraussetzung, dass die Erwachsenen Zugang dazu haben. Das heißt also, dass sie selbstständig sind und sich solche Sachen besorgen können. Aber wir wissen auch, Menschen im Autismus-Spektrum sind sehr unterschiedlich. Nichts ist unmöglich. Autismus.